ist das 250 Gramm Modell. Da werden wir es jetzt mal mit versuchen. Sieht gut aus. Ab dafür. So, mit der farbigen Schnur kann ich genau erkennen, wie tief ich bin. Thomas, wie tief haben wir es? 40 Meter. Und ich stoppe jetzt ab bei 30 Meter. So, die rote Farbe kommt, 30 Meter. Klemmen Sie es zu. Wenn du mal ein bisschen simulieren willst, geh einfach ein bisschen tiefer. Ich gerade die Meldung, dass die Fische tiefer stehen. Wir wollen ja mal zeigen. Wie das so aussieht. So, bei 37 Meter. Also kurz über Grund jetzt. Ist auch klar, dass die vorhin andauernd angebissen haben und jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ja, logisch. Fish on the button. Das Stück kann man ja rausschneiden. Fast am Grund jetzt kleben wir. Und 40 Meter sagst du. Ja, ich bin jetzt unten. Aufkurbeln wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig. So. Ja, nun, man hat nur zwei Hände. Dir ist schon klar, dass der Fisch erst wieder kommt, wenn du die Kamera eingepackt hast, ne? Ja, ja. So, da, zack, Anbiss. Oh. Ach du Scheiße, Thomas. Irgendwas ist hier. Oh. Scheiße. Komm mal. Was ist los? Weiter filmen. Ja, ich kann so schnell nicht weiter filmen, weil ich habe meine Rute auch noch im Wasser. Mach mal einen Knarre an. Die Haupte habe ich mal. Das ist ein Boot. Noch ein Boot dran. Ich muss aber gleich mal abbrechen. Oder kriegst du den. Ah, kriegst du nicht alleine raus. Ja, musst du wissen, weil ich muss ja hier. Ich glaube, kein Halbe, das ist ein Dorsch. Rute einholen. Das ist ein Dorsch. Lass mal drin. Klopft und zappelt. Rollt sich mit der Schnur ein. Oh, Mann. Oh, das ist ein Showmaker hier. Wollte ich nur mal sagen, ne? Was? Ja, das kann passieren, wenn man den Räuber-Jig hier mal zu Testzwecken ins Wasser hält.
euch mal zeigen, was da rauskommt. Ich glaube, das ist ein ganz netter Dorsch. Du musst den dann hochhalten, ne? Ich komme nicht rüber. Nee, nee, ich mach das schon. Ein Halbut. Ein Halbut. So ein Gaff-Dingens. Verlangst du ein bisschen viel gerade von mir hier? Ja, Robert, geh mal einen Schritt zurück. Ja, da ist er. Ist das Räuber-Jig-Testangeln leider ein bisschen ausgeartet hier. Aber sowas wollen wir ja sehen. So schön in den Kopf gebissen. Sauber gehakt. Ja, was will man mehr? Und das ist genau der richtige für eine Küche hier. Knappe 90 cm. Schönes Ding. So. Moment. Und die Zange. Ohne. Wo ist die Zange? Ach, da ist er. Wie eben schon gezeigt, 250 Gramm in Grundnähe gehalten eben. Da lag der Kamerad denn hier wohl rum. Ja, da haben wir ihn. Nummer 10. Der wird uns schmecken.